Es kam wie leider von Fachleuten befürchtet. Der 5. Senat des BGH bestätigte heute die Skandalentscheidung des 1. Senat, in der die nicht geringe Menge Cannabis beginnend ab 7,5 Gramm rein THC-Wirkstoffgehalt definiert wurde. So entschied der 5. Senat zu einem Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg wie folgt. Die nicht geringe Menge liegt auch für das Konsumcannabisgesetz beim Wirkstoffgehalt von 7,5 Gramm THC in der Cannabismenge vor. Der Senat sieht keinen Anlass, den bislang unter der Geltung des BTMG für Cannabisprodukte anerkannten Grenzwert abweichend zu bestimmen. Und dann der Verweis eben auf die Entscheidung des 1. Senats und ja, damit haben wir also die Bestätigung, dass sich seitens des BGHs aller Voraussicht nach keine großen Änderungen mehr ergeben werden bei diesem Grenzwert und wir müssen also auf den Gesetzgeber nun Druck machen. Doch was ist das Skandalöse an dieser Entscheidung? Da die Bemessungsgrundlage ab Überschreitung des Ordnungswidrigkeitenbereichs von 60 Gramm insbesondere bei den privaten Besitzmengen bei gängigen THC-Wirkstoffgehalten direkt ab 60,1 Gramm eine nicht geringe Menge nach BGH-Entscheidung darstellt, bezogen auf einen THC-Wirkstoffgehalt von ab 7,5 Gramm, gibt es quasi keine einfache Straftat mehr in diesem Fall. Und dies hat zur Folge, dass man einen erhöhten Strafrahmen veranschlagt von 3 Monaten bis 5 Jahren Freiheitsstrafe. Ein weiterer Punkt, warum diese Entscheidung grundsätzlich skandalös ist, man muss hierbei auf die Gewaltenteilung verweisen. Die Judikative macht keine Gesetze, sondern muss nach diesen handeln und urteilen. Wenn der Gesetzgeber also kleine Anhebung der nicht geringen Menge fordert, stellt die Entscheidung des BGH hier subjektiv eine Arbeitsverweigerung dar. Man wollte sich dort wohl nicht objektiv mit dem Thema beschäftigen und das mit fataler Signalwirkung. Denn das Signal ist ganz klar. Der BGH hält Cannabis weiterhin für eine gefährliche Droge und schafft in einer einmaligen Situation, besser gesagt in einer einmaligen Chance, keinerlei Freiraum für normale Straftaten. Das ist eine Dämonisierung seitens der Judikative. Doch wichtig dabei, lasst euch bitte nicht einschüchtern. Die Eigenversorgung nach Cannabisgesetz bleibt eine tolle Chance auf sauberes Cannabis ohne Schwarzmarktrisiken. Eines ist nun offensichtlicher denn je, der Gesetzgeber muss hier nachbessern. Die Bundesregierung aus SPD, Grüne und FDP darf sich solche Schikanen seitens der Judikative nicht gefallen lassen. Die Entscheidung des BGH schreckt Menschen vor dem sicheren Eigenanbau ab und treibt unnötig mehr Leute wieder auf den Schwarzmarkt. Infolgedessen wird hierbei auch das Erreichen der Gesetzesziele auf perfide Art und Weise sabotiert. Und zu guter Letzt lässt sich zusammenfassend dabei auch nur wieder betonen, das Cannabisverbot ist und bleibt Unrecht. Kontaktiert also deshalb die relevanten Politiker wie alle Berichterstatter sowie die Fraktionsvorsitzenden und macht klar, zeigt die Ampelkoalition hier Schwäche, wird dies nachhaltig einen Imageschaden für diese Regierung bedeuten. Wenn sich die Judikative hier schon bloßstellt, könnten SPD, Grüne, FDP hier die Wogen noch glätten. Bitte, befasst euch mit dem Thema. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, auch die Glocke aktivieren nicht vergessen. Schaut auch vorbei auf bio-gartenwelt.de, eurem Onlineshop für organische Dünger, Zusätze, Substrate, Zubehör und neu, auch Samen. Bis zum nächsten Video. Ciao.